Sehr geehrte Damen und Akovic, ja, es steht heute in keiner Weise zur Abstimmung, ob wir aus der EU austreten oder nicht. Es liegt ein Antrag vor und nur dieser Antrag wird abgestimmt, ob wir eine Volksabstimmung abhalten, eine Volksbefragung zu diesem Thema abhalten sollen. Eine Volksbefragung. Wie richtig festgestellt worden ist, keine Fraktion ist dafür eingetreten, ein Verfahren oder einen Antrag einzubringen, aus der Europäischen Union auszutreten. Jetzt wundert es mich, dass die direkten Demokratiebefürworter, seien es die Grünen oder die NEOS, dann, wenn es einmal so weit kommt, eine Volksbefragung zu machen, da brauche ich kein besonderes Prozedere, wie das geht, wissen wir. Die Frage ist sehr einfach, sollen wir austreten oder nicht? Alle möglichen gewundenen Ausreden finden, um zu sagen, ja, im Prinzip sind wir dafür, aber kaum wird es konkret, sind wir schon wieder dagegen. Und in diese Liga reihen Sie sich leider auch ein, lieber Kollege. Weil die Europäische Union ist ja kein gottgegebenes religiöses Konstrukt, sondern ist ein menschliches, nach Vernunft und Zweckmäßigkeit erstelltes Staatenwerk, sagen wir es mal so. Ja. Das heißt, wir müssen überprüfen, in jedem Zeitpunkt und auch jetzt, ist dieses Konstrukt weiterhin sinnvoll, ist es im Interesse der einzelnen Staaten und ist es im Interesse auch unseres Staatsvolkes bzw. unserer Wähler. Das heißt, wir müssen uns fragen, haben wir zu dem, was passiert, was seit 1994 geschehen ist und was weiter geplant ist, eine Legitimation? Befinden wir uns da im Gleichklang mit dem Wähler? 1994 hat es eine Volksabstimmung gegeben, die ist klar pro ausgegangen. Auch ich war einer derjenigen, gebe ich zu, die damals gegen die Parteilinie mit pro gestimmt haben. Das war im Nachhinein allerdings, muss ich heute sagen, ein Fehler. Seit 4, 5 Jahren sage ich das. Es hat sich sehr vieles getan und die Europäische Union, die 1994 zur Abstimmung dargelegen ist, ist bei weitem nicht mehr das, was wir heute haben. Fragen wir uns einmal, ganz kurz, haben wir von der Bevölkerung 1994 eine Legitimation bekommen, aus dem Schilling auszusteigen und in die Eurozone zu gehen? Nein. Haben wir eine Legitimation bekommen, das österreichische Recht dem EU-Recht zu unterstellen und den sogenannten Maastricht-Vertrag, Klammer auf Vulgo-EU-Verfassungsvertrag, außer Dienst, Klammer geschlossen, zu unterschreiben? Nein, haben wir nicht. Wir haben mit gewundenen Argumenten, so wie hier, alles getan, um eine Abstimmung über diese zentrale Frage zu verhindern. Haben wir zum Beispiel über die Transferunion, das heißt über die fast schrankenlosen Haftungen, die wir abgegeben haben für insolvente oder fast insolvente Staaten, den Konsens der Bevölkerung gesucht? Nein. Haben wir die Teilnahme Österreichs, des neutralen Österreichs an der neuen kalten Kriegsfront unter der Führung der Amerikaner gegen Russland, haben wir diese Frage uns legitimieren lassen? Haben wir diese dramatische Wendung im Selbstverständnis Österreichs als neutralen Staat, in einem Staat, der in eine Kampffront gegen Russland hineingezogen wird, haben wir uns das absegnen lassen? Nein. Vieles mehr. Zuletzt, haben wir uns von irgendjemand die heutige Einwanderungs- und Asylpolitik absegnen lassen? Auf europäischer Ebene, was da geschieht, sicher nicht. Wir haben es uns auch auf nationaler Ebene nicht absegnen lassen. Ich wage zu behaupten, dass weder Sie als ÖVP und schon gar nicht die SPÖ von Ihren Wählern irgendeine Legitimation bekommen hat, 100 oder 120.000 illegale Einwanderer im Jahr 2015 nach Österreich hereinzulassen. Das wage ich zu behaupten. Da haben Sie keine Legitimation und das wissen Sie. Und wenn Sie mit diesem Programm bei der letzten Wahl 2013 angetreten wären, na Prost Mahlzeit. Das ist auch der Grund, warum nichts mehr gescheut wird als Neuwahlen. Jetzt steht der Antrag oder liegt da am Tisch, eine Volksbefragung zu diesem wichtigen Thema abzuhalten. Ich sehe jetzt gar keinen Grund, dem nicht zuzustimmen. Denn dass wir in einer Situation sind, wo es eine große Kluft zwischen der Bevölkerung und den Repräsentanten, den Handelnden gibt, ist klar. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Österreich, das sehen Sie überall. Bestes Beispiel zum Beispiel Dezember 2015 Dänemark. Die haben eine Sache einer Volksabstimmung vorgelegt, die in jedem Staat wahrscheinlich als Bagatelle so unterzeichnet worden wäre nach 20 Minuten Diskussion. Und das war die Aufgabe gewisser Sonderrechte und die völlige Eingliederung in das europäische Justiz- und Polizeisystem. Unter dem Eindruck der Terroranschläge war das für die Regierung eine unter Anführungszeichen gemähte Wiese. Jetzt werden alle sagen, nur Europa kann uns retten und nur europäische Kooperation und nur Aufgabe der nationalen Rechte. Die Meinungsumfragen haben bei dieser Umfrage 21% nur den Nein-Stimmen gegeben, noch 3 Tage vor der Abstimmung. Bei der Abstimmung selbst hat es eine Mehrheit von 53,1%
gegen die Aufgabe der dänischen Sonderstellung und die weitere Teilnahme an Europol gegeben, was sogar bedeutet, dass Dänemark aus Europol jetzt ausscheiden wird. Dies, obwohl die gesamte Medienlandschaft, die gesamte, sagen wir mal, Nomenklatura des Landes und alle Parteien, mit Ausnahme einer einzigen, das war die Volkspartei, die ungefähr 12 oder 14% dort hat, für Ja gestimmt haben. Das sollte uns zu denken geben. Deswegen glaube ich, kann es nur eine Entscheidung geben, wenn wir uns ehrlich nehmen und wenn wir uns als Volksvertreter fühlen, diesem Antrag zuzustimmen. Es geht nicht darum, keine Kooperation in Europa zu haben. Es geht nicht darum, wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Es geht nicht darum, den Frieden zu halten. Es geht um die Frage, ob die weitere permanente Aushöhlung unserer eigenen Rechte und damit die weitere Aushöhlung der österreichischen Demokratie und Verlagerung von Kompetenzen auf eine andere Ebene, in der wir gerade 2% oder 2,5% der Abgeordneten stimmen und so weiter stellen, ob diese Auslagerung, diese Ausdünnung unserer Demokratie im Verhältnis 1:50, dieses 50stel unserer Demokratie, ob das gewünscht wird und ob das noch vom Volk mitgetragen wird. Deswegen ersuche ich um ein klares Ja, auch wenn es gegen die Parteilinie ist, die es ja laut Kollegen Scherak eh nicht gibt, zu unserem Antrag. Vielen Dank. In vielen Kernpunkten die EU betreffend habe die Politik keine Zustimmung von der Bevölkerung geholt, kritisiert FPÖ-Europasprecher Johannes Hübner und wirbt für ein Ja. Nächster Rede.